Darf ein Fußballspieler auch mal Pizza essen? Und wie sieht der Ernährungsplan eines Profis aus? Die Herrenbach-Grundschule in Augsburg hat exklusive Einblicke bekommen. FCA-Profi Felix Götze hat die Kids besucht und mit ihnen über gesunde Ernährung gesprochen. Ernährung hat viel damit zu tun, auch weiß nicht, das Jahr über gesund zu bleiben und auch keine schlimmeren Krankheiten zu bekommen. Und das ist schon im Kindesalter spielt sowas eine große Rolle, dass sie gut wachsen können, gesund sind. Ich glaube, das ist in dem Alter das Wichtigste und voller Energie sind. Die Gewinnerklasse löcherte Götze mit vielen Fragen. Aber natürlich hatte der FCA-Spieler auch anschauliche Beispiele mitgebracht. Für jeden gab es eine eigene FCA-Brotdose, gefüllt mit einem Vollkornbrot mit Frischkäse, Gemüse, Porridge und einer Banane. Lauter gesunde Sachen, die die Schüler gut in den Unterrichtspausen essen können. Doch damit nicht genug. Bei einem Ernährungsspiel konnten die Grundschüler ihr Wissen unter Beweis stellen. Und dann ging es in die Sporthalle. Ich bin ganz begeistert, weil diese Verzahnung zwischen Theorie und Praxis einfach gigantisch ist. Also zuerst dieser Input, was eine gesunde Ernährung beinhalten sollte, und dann jetzt eben dieser praktische Teil, in dem die Kinder hochmotiviert sind und einfach zeigen können, was sie wollen und wie wichtig eben auch Bewegung ist. Deswegen finde ich es großartig, dass der FCA das auf die Beine gestellt hat. Vielen Dank. Bei verschiedenen Spielen und Ballübungen haben die beiden FCA-Nachwuchstrainer Leon und Edu die Schüler gefordert. Im Vordergrund stand aber vor allem der Spaß. Und am Ende konnten sich die Kids noch beim Fußballspielen richtig auspowern. Wir waren erst in einem Raum und da war der Felix Götze und dann durften wir ihm Fragen stellen und er hat uns was über Gesundheit und Ernährung erklärt. Bei der Ernährung habe ich viel Neues gelernt und weiß jetzt auch, was ich essen sollte und was eher nicht. Ich fand es toll, dass auch einer dabei war und der es persönlich erklärt hat. Ein Tag mit Ernährung, Bewegung und dem FCA. So macht Schule Spaß.